Hey, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem weiteren ernsten Gespräch. Diesmal haben wir Tati hier. Wir hören uns mal so an, was seine Position, seine Stellung, seine Pläne im Team, in der Gruppe sind. Und dann erfahrt ihr hoffentlich mehr. Wer bist du? Ich bin Tati. DN heißt ich Tunesier 2. Was spielst du? Cosmo. Jetzt haben wir den Tunesier. Er ist von Burning Abyss über auch zu Cosmo gewechselt. Ja, Jungs. Ich spiele heute mal Cosmo testen. Ja. Machst du mir mal jetzt zusammengebaut. Schauen wir mal, wie es läuft. Fangen wir mal an. Drei Duck Destroyer, ganz klar. Dreimal Farmgeld. Wollen mit die wichtigste Karte im Deck tinken. Braucht man nicht viel sagen. Dreimal, ist klar. Ja, Mann, ich habe mich für Control entschieden, weil ich feier gegen die so. Gerne, Marc. Servus, Jungs, Team Bubble hier. Heute mit einer neuen Folge. Wie nennen wir das eigentlich? Wir sind hier bei mir in FC München. Ja, heute ist München. Letztes Mädchen da, wie heißt du? Ja, hi, grüß dich. Zuerst einmal, wie heißt du, wie alt bist du, wo kommst du her? Heute ein kleines Interview hier von der DM in Mainz. Papa und Tochter, ja, richtig geil. Ja, wir sind wie lange spielt ihr jetzt schon hier? Wir haben jetzt hier eine nette Dame. Wie heißt du? Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Jo, fangen wir mal an. Also, es gibt's ja... Servus Jungs, wir sind hier im FC München. Wir stellen euch mal hier die Sneak vor, beziehungsweise wie das abläuft, da jetzt am Samstag, den 9. hier im FT die Sneak stattfinden wird, und zwar die Breakers of Shadow, DOS, ja, und wir wollen ein bisschen was darüber erzählen, wie sie abläuft, und. Servus Jungs, wir sind hier im FT, heute Sneak von Breakers of Shadow, DOS, ja, und ich habe jetzt hier mein Päckchen, habe hier auch den Anmeldezettel, ja, mit den ganzen Karten drauf und den ganzen Nummern, ja. Und ich werde euch mal ein bisschen das erklären, beziehungsweise ich zeige euch mal, wie man sozusagen das Deck baut. Ja, ich war eigentlich, oder ich bin gerne eigentlich bei T-Bubble Team von Anfang an dabei, ja, also jetzt nicht bei Hong in Österreich, aber hier, und macht immer noch sehr viel Spaß. Aber in Sachen spielerisch sind wir eigentlich nicht auf der Höhe. Ja. Chang versucht da gerade irgendwie was auf die Beine zu stellen. Ich bin davon nicht sehr überzeugt. Deshalb habe ich mich beworben beim anderen Team. Ja. Und zwar habe ich die kennengelernt auf ein paar Turnieren jetzt. Auf zwei Turnieren, wo wir waren. Das war bei den CCG-Turnieren. Und die waren recht cool, recht nett. Auch gute Spieler damit dabei. Und habe mir dann einfach mal überlegt, ob ich halt nicht da bei denen bewerbe. Habe ich auch getan. Die wollen sich nochmal privat, also persönlich mit mir unterhalten. Wahrscheinlich auf der DM. So, du Mainz. Alter, wo wärst du, Mann? Da, wo wir hin müssen. Ja, Mainz, DM. Nein, Mann. Junge, krasse Turniere, Mann. Ein Zombie-Zocker, Alter. Was will ich DM? DM menschlich. Alles easy locker auf zum Zombie-Zocker. Ja, ich war Teamleiter, beziehungsweise ich war immer derjenige, der versucht hat, mal was anzukurbeln, mal die Leute einfach mal, dass wir einfach mal versuchen, das Team in Sachen Spielen und in Sachen Channel weiterbringen. Hat nicht so funktioniert, ja, vielleicht liegt es auch an mir. Du hast gewonnen, dein Glückwunsch. Du hattest ein bisschen Glück, ich war abgelenkt, mein Leben hat geschrien, aber hey, wir sehen uns wieder, mein Freund. Ich habe hier Tati am Start und Dimi. Den zwei aufgelauert beim Pokémon-Fang. Aber ihr wisst, wir drehen immer und überall Videos. Also lasst euch nicht von deren Pokémon-Gespiel ablenken. Wie Hong schon gesagt hat, wir waren nie ein Team. Also war ich auch nie ein Teamleiter. Ich habe immer versucht, weil ich der Älteste bin, immer versucht, vorne ranzugehen, vorne ranzustimmen, ein gutes Vorbild zu sein. Hat mal funktioniert, mal auch nicht. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem Team, mit mir. Ich bin sehr gespannt.